In Adobe Illustrator kann man Grafiken und Texte als Symbole speichern. Die landen dann in einer Palette, die heißt auch Symbole. Und dort kann man sie jederzeit nach Bedarf wieder in seine Datei hineinziehen. Das ist zum einen schon mal sehr praktisch. Man kann allerdings auch diese Symbole alle miteinander speichern als eine sogenannte Symbolbibliothek und die dann auch in anderen Dokumenten wiederverwenden. Und da wird es eigentlich dann richtig interessant. Das Ganze läuft über das Menü der Symbolpalette. Dort sieht man hier unten, dass man eine Symbolgruppe wie die, die wir jetzt hier sehen, speichern kann. Save Symbol Library. Und dann bekommt man einen Dateiauswahl, und kann sie einfach irgendwohin speichern und eben auch von dort aus wieder in einer anderen Illustrator-Datei öffnen. Oder ich kann eine schon bestehende externe Datei auf diesem Wege öffnen. Da gibt es einmal die Illustrator-Mitgelieferten, Sushi, Tiki, Retro etc. etc. Die kann man sich dann hier zum Beispiel öffnen. Das ist der eine Weg. Da besteht dann die Möglichkeit, unter anderem auch selbst gespeicherte oder von jemand bekommene Symbolbibliotheken auf diese Weise zu öffnen mit dem Befehl Other Library. Das ist jetzt ganz unten am Bildschirmrand. Ich hoffe, das macht kein Problem. Other Library, andere Bibliothek. Wenn man darauf geht, kommt man zu seinem Dateiauswahldialog. Der führt einen dann auch zuerst mal zu den Illustrator-eigenen Symbolbibliotheken, aber man kann natürlich auch an den entsprechenden Stellen suchen, wo man weiß, dass andere Bibliotheken liegen können. Ich breche das Ganze nochmal ab. Zunächst einmal, wenn ich das mache, dann landen diese Symbole oder diese neuen Symbole in einer eigenen Palette, zum Beispiel hier diese Bäume von mir oder die Dinger, die ich gerade geladen habe oder geöffnet habe, die dann sozusagen zu Teilen der Symbolpalette werden als eigene Listen. Das ist eigentlich auch sehr praktisch, dann ist es ein bisschen sortierter. Wenn ich jetzt eins dieser Symbole in meiner Datei verwende, indem ich es dort hineinziehe, dann landet es auch in dem Hauptteil der Symbolpalette. Das kann man hier sehen, weil es jetzt in diesem Dokument auch verwendet wird. Mach das nochmal rückgängig. Und jetzt geht es eben darum, wie bekomme ich so eine Symboldatei in mein Illustrator-Dokument hinein. Und dazu gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine davon ist nicht so praktisch, ehrlich gesagt. Die zeige ich jetzt aber trotzdem. Und eigentlich ist es gar keine Lösung, denn es wird dabei eine neue Illustrator-Datei erzeugt. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne, dass die Symbole in die bestehende Datei hineingeladen werden. Aber ich zeige es trotzdem. File, Open, also Ablage oder Datei öffnen. Dann suche ich zum Beispiel eins dieser Illustrator-Symbolbibliotheken. Sag Open und dann bekomme ich ein neues Dokument. Das kann man hier sehen. War also eben in dem hier und jetzt habe ich dies hier. Das hat auch ein ganz anderes Format. Und da bekomme ich jetzt eine neue Symbolpalette mit diesen Symbolen, die ich da eben quasi mit Hilfe dieser Bibliothek geöffnet habe. Das ist jetzt auch möglich. Ich kann jetzt zum Beispiel diese Symbole hier reinziehen und verwenden und kann sie dann über den Umweg, dass ich sie jetzt in das andere Dokument hineinziehe, auch dort haben. Aber natürlich ist es nicht der eleganteste Weg, wenn ich schon eine Datei habe, in der ich arbeite und in der ich sozusagen diese neuen Symbole, die ich da benötige, auch wirklich haben möchte. Deswegen zweite Möglichkeit, die besser ist. Dazu mache ich die mal hier kurz wieder raus und entferne die sozusagen auf diese Art. Ich mache auch immer Folgendes, dass ich alle vorhandenen Symbole aus Illustrator aus meinem Dokument lösche, also alle Symbole, die mitgeliefert wurden, die ich gar nicht haben möchte, weil das Ganze macht nur Unordnung, Unübersichtlichkeit und kann ich nicht gebrauchen. Jetzt habe ich eine frische, neue, leere Symbolpalette und jetzt gehe ich hier wieder auf diesen Befehl. Open Symbol Library, Other Library, also öffne mir eine Symbolbibliothek und bitte eine andere, nicht die von Illustrator. Ich bin jetzt in einem Dateiauswahldialog, wo ich eigene Symbolbibliotheken habe, zum Beispiel eben diese Bäume. Und jetzt wähle ich die aus und sage Open und dann habe ich hier diese neue Palette mit diesen Symbolen. Und die kann ich jetzt auch, damit es ein bisschen ordentlicher ist, auf meine Symbolpalette draufziehen und dann wird die dort zu einem Tab meiner Symbolpalette. Das ist eigentlich alles. Dieser Weg ist der richtigere, also über das Menü der Symbolpalette das Ganze zu machen. Die Symbolpalette selber hat dieses Menü. Die andere Palette, die jetzt diese neuen Symbole enthält, so eine Art Ordner, Unterordner der Symbolpalette, wenn man so will, hat dieses Menü nicht. Also nicht, dass ihr euch da jetzt wundert, wenn ihr da drauf geht. Wenn ich jetzt aus diesem Unterordner meiner Symbolpalette ein Objekt hinausziehe und dort einsetze, dann landet es auch in meiner übergeordneten Symbolpalette als im Dokument verwendetes Symbol. Also nochmal, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal über den Dateiauswahl-Dialog öffnen. Nicht so schlau, weil man dann ein neues Dokument bekommt. Zwar mit allen Symbolen, aber eben ein neues Dokument. Und alles, was ich sonst gearbeitet habe, wäre dann ja nicht da drin. Oder zweite Möglichkeit, bessere Möglichkeit, über das Menü der Symbolpalette das Ganze zu öffnen. Und dann ist noch wichtig, dass ihr wisst und versteht, dass alles, was ihr da macht, nur für diese eine Datei gilt. Das heißt, im nächsten Dokument habt ihr das alles wieder nicht. Das heißt, ihr müsstet es dort dann wieder laden. Das gilt übrigens auch für die Farbfelder. Da hat sich auch schon manch einer gewundert. Das ist die Standard Illustrator Farbfelderbibliothek, die geladen wird mit einem neuen Dokument. Wenn ihr natürlich etwas im Illustrator-Format importiert oder eine Illustrator-Datei öffnet, dann kann es auch sein, dass es hier ganz andere Farben gibt oder gar keine.
Auch das ist nämlich dokumentspezifisch und ihr könnt das jederzeit ändern, indem ihr hier zum Beispiel in der Swatches-Palette auch sagt, ihr möchtet gerne eine andere Bibliothek öffnen. Das betrifft also nicht nur Symbole, sondern auch Farbfelder und auch da gibt es sehr viele. Das heißt, ihr könnt jederzeit eine Datei, in der diese Palette leer ist, in der ihr also scheinbar keine Farben habt, sozusagen aufmöbeln, indem ihr über das dort eigene Menü auch neue Farbfelderbibliotheken, in diesem Fall nicht Symbolbibliotheken, hineinladet. Wie zum Beispiel Art History, Russian Poster Art. Auch da ist es dann so geregelt, dass es dann eigene Unterordner gibt, die man auch in diese übergeordnete Swatches-Palette einsetzen kann und dann hat man die sozusagen als sortierten Bereich mit eigenen Farben. Das noch zur Ergänzung, eigentlich ging es ja um Symbolbibliotheken. Wie kann man diese Dinge öffnen? Nur, dass ihr das wisst. Das war's.